Bro. Zeig mal endlich dieses verdammte Video, Mann. Die Leute warten schon. Willkommen bei Pro Bro Lifestyle. Wir beginnen mit dem Video. Und zwar habt ihr gesehen, sich in meinem Vlog, dass ich zurzeit Bankdrücke mache mit den Bändern. Und es wurde auch gefragt, hey, wie funktioniert das genau? Wozu ist das da? Und darum gibt es hier ein Tutorial von mir, wie man Bankdrücke macht mit diesen Bändern und wozu sie sind. First of all muss ich sagen, diese Bänder benutze ich, um einen neuen Kraftrekord zu machen im Bankdrücken. Es gibt sehr viele Leute, die beispielsweise im 4x8 oder 5x5 stecken bleiben bei einem Plateau und nicht mehr weiterkommen. Sie sind beispielsweise 120 Kilo, kommen einfach nicht mehr weiter. Und was macht man dann? Es gibt verschiedene Möglichkeiten und eine Möglichkeit ist, man benutzt diese Bänder, um dann, wenn man so ein Programming macht mit diesen Bändern, auf einmal auf 130 kommen kann, ja? Und das ist möglich. Jetzt, wie funktioniert das überhaupt? Wir haben hier zwei Bänder von Volgear und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist nicht ganz einfach, wie man diese Bänder anmacht, darum zeige ich es euch jetzt. Wir haben die Möglichkeit mit zwei Bändern, dass wir die Bänder so befestigen, aneinander befestigen, so. Magic. Und dann anbinden wir die Bank, eine so anmacht und das andere Ende dann so anmacht an der Bank. Jetzt seht ihr, jetzt haben wir zu wenig Spannung hier. Es gibt verschiedene Bänder von Volgear, es gibt die dicken, es gibt die dünnen. Jetzt hier in San Diego habe ich die dünnen dabei, weil man mit denen auch stretchen kann. Aber für diese Geschichte hier müssen wir sie jetzt anders benutzen. Das heißt, wir benutzen sie so, dass wir hier direkt nur ein einziges Band benutzen. Das hier durchziehen. Und am anderen Ende das wieder anmachen. Jetzt haben wir die Spannung hier. Jetzt, wenn wir noch ein bisschen stärkere Spannung haben wollen, benutzen wir noch das zweite Band. Dann ist natürlich die Spannung höher. So. Jetzt sehr wichtig. Hier unten müsst ihr schauen, dass es nicht so ganz oben ist, sondern ungefähr dort, wo ihr dann drückt. Also ungefähr dort, wo die Stange eure Brust berührt. Dort muss auch das Seil sein, das Band. So, und jetzt seht ihr, jetzt haben wir Spannung drauf. Jetzt wozu ist es überhaupt genau gut? Jetzt überlegt mal Leute, da wir hier Spannung drauf haben, hilft uns dieses Band stärker zu werden, und zwar im letzten Teil der Bewegung. Hier oben ist das Band noch easy und dann wird es immer stärker. Und dann diesen Bereich hier, bam, da gibt euch das Band Zug drauf. Und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn ihr das 2-3 Monate macht, in Form von einem Programming, wenn ihr das in euer Programm einbaut, mit 4x8, 5x5 und so weiter, und ihr dann nach 2 Monaten das Band wegnimmt, Bro, was passiert dann? Dann macht ihr Gains. Dann habt ihr ziemlich sicher, werdet ihr auf einmal merken, hey, wie easy das obere Stück geht. Ja? Und ein Stück mehr Fleisch am Trizeps wird mit größter Wahrscheinlichkeit auch sein. Richtig. Ja, das ist richtig, weil, ihr müsst euch vorstellen, in diesem Bereich da oben, da drückt ihr aus dem Trizeps raus. Yep. Das heißt, der Trizeps wird ebenfalls verstärkt. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie das funktioniert. Jetzt ist easy, jetzt beginnt das Band an zu ziehen und bam, da einfach explosiv hocharbeiten. Nice. Wenn ihr das Band wegnimmt, dann werdet ihr merken, wie easy das letzte Stück ist. Und das kann ich wirklich allen Leuten empfehlen, die irgendwo ein Plateau haben, die neue Kraftwerte in Bankdrücken messen wollen. Und darum checkt es mal aus. Wenn es die Bänder bei euch nicht im Fitnessstudio gibt, checkt die ab von Volgear, www.volt-gear.de. Und für alle Schweizer, der Matthias hat die Bänder im Shop nessential.ch. Checkt es aus. Und wenn ihr mal mehr darüber wissen wollt, noch wie ich das Programming starte, wie ich das gemacht habe, wie ich das zusammengestellt habe, um dann auf einen neuen Kraftrekord zu kommen, gebt dem Video einen Daumen nach oben, schreibt es in die Comments. Und
Bah! Macht neue Gains. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Einschalten. Kiss, kiss. Bang, bang.